auf der Hälfte geschafft. Am Donnerstag bin ich wieder schlapp und platt. Doch nach dem Freitagsstress ist es vollbracht. Es ist endlich Samstag, das ist Fun-Tag, endlich frei. Es ist endlich Samstag, das ist mein Tag, es ist geil. Es ist endlich Samstag, das ist dein Tag, das ist mein Tag, sei dabei. Es ist endlich Samstag. Hallo, ich bin's, Winnie. Mit unserer Band Endlich Samstag müssen wir uns heute mächtig ins Zeug legen. In einer Woche ist der Vorscheid für den Wettbewerb der besten Newcomer-Bands von Bamberg. Und wir wollen gewinnen. Mit unserem neuen Song, Es ist unser Traum, haben wir auch alle Chancen. Lorenz und Ela haben ihn geschrieben. Elas Bruder Epse ist jetzt auch bei uns in der Band. Der kümmert sich um unser Maskottchen, Willi. So eine kleine Sau macht ganz schön viel Dreck und Arbeit. Das haben wir uns anders vorgestellt. Und unsere Nachbarin Frau Knolle mag das Schwein auch nicht in ihrem Garten. Ihr neuer Freund, Grandel, hat uns auch schon auf dem Kieker. Da muss Epse ran. Ich kann mich ja nicht auch noch darum kümmern. Erst kommt der Wettbewerb und die Band. Patze, komm jetzt. Wir haben nur noch heute zum Üben. Wir haben nur noch den ganzen Tag Zeit. Mach mal keine Hektik. Wollen wir nun in einer Woche beim Vorscheid gut sein oder nicht? Ey Mann, das ist unsere Generalprobe. Wir werden gut sein, wenn ich bis dahin nicht verhungert bin. Hey, geht's mal los? Sonst hätte ich echt noch eine Runde schlafen können. Komm jetzt, Patze, gib endlich einen Takt vor. Ich höre Applaus, schon bevor der Auftritt beginnt. Wir müssen endlich raus und zeigen, wer wir sind. Du bist jetzt voll nervös und weißt, es ist so weit. Denn jetzt kommt unsere Chance, jetzt kommt unsere Zeit. Ich hab's geträumt, irgendwann, letzte Nacht. Wunderbar. Einfach wunderbar. Das sind ja auch Blumen aus dem eigenen Garten. Aber ich meine doch dich, mein Liebling. Das Kleid ist super. Hoffentlich sagst du das auch, wenn du den Preis hörst. Man feiert nur einmal Verlobung, ne? Bin leider mittendrin, viel zu früh. Das ist unser Lied, es ist unser Traum. Aber nicht mit solchen Haaren. Sag mal, kannst du allein weitermachen? Ich muss zum Friseur. So. Sag mal, riechst du das auch? Ja, jetzt wo du sagst, wie das stinkt. Das ist das Schwein von dieser Band, das die aber auch nie den Stall ausmisst. Das geht so nicht, wenn unsere Gäste kommen. Und dann nehmen wir's, hm? Das tue ich. Das tue ich. Feinste Matschtomaten. Das schmeckt. Guten Morgen, Herr Grandel. Es wird auch Zeit, dass mal jemand kommt und hier endlich sauber macht. Aber ich hab doch erst letzte Woche. Letzte Woche? Hier muss jeden Tag sauber gemacht werden, es stinkt. Nein, ich riech nicht. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Das riecht mir doch bis Nürnberg, die Sau muss weg. Ich mach doch schon sauber, da kann ich's mir riechen. Wir erwarten heute Gäste, das Schwein muss weg. Ansonsten sorge ich höchstpersönlich dafür, dass es für immer verschwindet. Aber das können wir nicht machen. Und ob ich kann, das wirst du schon sehen. Grandel? Ja, grüß dich, Rüdiger, hier ist Werner. Das kann Grandel gar nicht machen. Erstens gehört das hier alles noch dem Eisenbahnerverein und zweitens wohnt Knöllchen hier. Und Grandel ist nur Gast, da hat er nichts zu sagen. Jedenfalls nicht viel. Können wir das Problem nicht später bereden? Wir haben Probe. Das bleibt cool. Die 5 Minuten retten uns auch nicht mehr. Du kommst doch heute Abend zu unserem Fest? Ja, aber später. Ich bin noch auf dem Acker. Und außerdem muss ich Paula mitbringen. Die Oma ist nicht da und ich habe keinen Babysitter. Okay. Du, Werner, du hast mich doch gefragt, was du Ulrike und mir zur Verlobung schenken könntest. Ja, und? Nimm doch das Schwein bitte zurück. Die Kinder kümmern sich nicht richtig drum. Willi? Was soll ich denn damit? Ich habe Nutzschweine und keine Minischweine. Opa, komm Willi wieder zurück. Oh bitte, Willi war doch mein Liebling. Ja, siehst du, da hörst du's. Ich habe genug zu tun. Ich kann mich nicht auch noch um Willi kümmern, Paula. Opa, ich werde mich darum kümmern. Nun tu doch deiner Enkelin den Gefallen. Dann hast du damit auch bei mir was gut. Nee. Das Schwein bleibt bei den Kindern. Hm? Tschüss, Rüdiger. Na, bis später. Grandel hat gar nicht so unrecht. Wir haben die Woche über kaum Zeit, uns um Willi zu kümmern. Meistens ist er allein. Was willst du damit sagen? Wir sollten drüber nachdenken, ob er nicht irgendwo hin sollte, wo viele Schweine sind. Und dann redet Willi mit anderen Schweinen, oder was? Willi darf nicht weg. Ich mach alles. Ich hol sogar noch ein zweites Schwein hierher. Vielleicht eine Sau, dann können die Ferkel bekommen. Dann dreht Grandel ganz durch.
Das stinkt ja immer noch. Die Sau wird unser Fest nicht stören, das verspreche ich dir. Ich vertraue dir. So, jetzt muss ich los zum Friseur. Bis später, Schnucki. Bis später, Schnucki. Was ist das denn? Schau mal nach. Was macht der denn da? Der Tante Rumpel steht sie in unserem Tisch. Krantz scheint eine Feier vorzubereiten. Was ist denn für eine Feier? Stimmt, der erwartet Gäste. Und deshalb sollte auch Willi verschwinden, hat er mir selber gesagt. Der feiert vielleicht schon Willis Abgang. Das lassen wir aber nicht zu, oder? Niemals. Gut, aber jetzt proben wir erst. In einer Woche ist der Vorausscheid. Bei der Musik da draußen kann ich nicht proben. Da kommt man doch total aus dem Takt. Ja, dann spielen wir eben noch lauter. Prima Idee. Ich schlage vor, wir spielen nichts, ist okay. Das haut so richtig rein. Na dann, los! Verlobung? Hätte nie gedacht, dass Knöllchen einen abbekommt. Und dann noch einen von der Polizei. Der wird uns die Hölle heiß machen. Wenn der den ganzen Tag bei Knöllchen abhängt, na dann gute Nacht. Ist euch klar, dass wir nur proben können, bis seine Feier beginnt? Wir haben Generalprobe und in einer Woche ist der Vorausscheid. Winnie, mach was. Ich? Ja, dann los, Dampf. Liebe Frau Knolle, ich gratuliere zur Verlobung. Hat Rüdiger schon gepetzt, der Schlingel. Kann man so sagen. Und irgendwann heiraten wir auch. Was hat er denn? Ich war doch ganz freundlich zu ihm. Kinder, Schnupspups, du siehst bezaubernd aus. Du bist ja schon fertig. Sieht das toll aus. Und das Spanferkel. Ich liebe das Spanferkel. Darf ich bitte? Da hinten liegt Willi. Grandl hat seine Drohung echt wahrgemacht. Der kann doch nicht einfach Willi essen. Den zeigen wir an. Herr Grandl, wo ist Willi? Das Schwein schon wieder ausgebrochen. Granne, ist das da Willi? Ist Willi weg? Jetzt tun Sie doch nicht so scheinheilig. Willi ist weg und wir wollen wissen, wo er ist. Ich hab dir gesagt, dass das Schwein heute weg muss. Und wenn ihr euch nicht dran haltet, muss ich eben handeln. Aber heute ist noch gar nicht vorbei. Ach, ich hab doch gewusst, dass ihr es schleifen lassen würdet. Und da habe ich eben schon was unternommen. Sie haben Willi schlachten lassen? Rüdiger, ist das da Willi? Du Mörder, du widerlicher, hinterhältiger Mörder. Ey, das muss ich sagen. Das ist ja nicht wert. Sag mal, hast du uns da nichts zuzusagen? Ach, denkt doch, was ihr wollt. Wir werden sie anzeigen, bei der Polizei. Ich bin die Polizei. Hey, kommt, Leute. Lass uns woanders bereden, was wir tun werden. Die
Polizei ihr Freund und Helfer. Sag mal, was ist an der Sache dran? Wie kann ein Mensch noch so gemein sein? Wie wollen wir ihn denn anzeigen? Ganz einfach. Wir sagen, er hat unser Schwein geklaut und geschlachtet. Knöllchen ist Zeugin. Colonel ist eindeutig zu weit gegangen. Wir sollten ihm sein Fest vermiesen. Ich glaube nicht, dass Knöllchen etwas davon gewusst hat. Aber wenn wir ihn anzeigen, können wir hier einpacken. Schlimmer als heute kann es auch nicht mehr werden. Ich bin für Anzeige. Was machen wir jetzt? Der ganze Tag ist im Eimer. Max, sei nicht so herzlos. Gandel hat Willi getötet. Und serviert ihn nun als Spanferkel zu seinem Fest? Dieses Schwein. Willi braucht eine Beerdigung, auch wenn er jetzt schon gebraten ist. Das knusprige, leckere Ferkel begraben? Patze. Aber ist das nicht irgendwie Verschwendung? Patze! Du hast dich doch auch immer über das Schwein aufgeregt. Aber er ist gleich zu schlachten. Das ist ja wie Weihnachten bei meiner Großmutter früher. Den Krapfen, der vorher tagelang in der Wanne schwand, den konnte ich auch nie essen. Jetzt hör mir doch erstmal. Ich werde dieses Schwein da nicht essen. Überhaupt mag ich gar kein Spanferkel. Noch nie in meinem Leben habe ich Spanferkel gemocht und gegessen. Ulrike, jetzt reg dich bitte nicht so auf. Das da ist nicht Willi. Kommt überhaupt nicht in Frage, das andere Ferkel zu essen. Also, ich finde die Idee, Willi zu beerdigen, sehr gut. Ich auch. Da bekommt Willi ein würdiges Begräbnis. Grandel hat heute nichts zu essen. Und wir können unseren Song nochmal spielen. Alles klar, dann heben Patrick, Lorenz und ich das Grab aus. Wer macht das Kreuz? Gut. Und Max, Ela und Pip, ihr kümmert euch um eine passende Kiste für den Sarg. Und was mache ich? Du klaust Willi. Du bist der Stärkste von uns. Ich? Okay, aber dann brauche ich jemanden, der Schmiere steht. Du hast dich doch auch immer über das Schwein aufgeregt. Aber es gleich zu schlachten. Das ist ja wie Weihnachten. Dieses Spanferkel habe ich bestellt und bezahlt. Willi ist wahrscheinlich mal wieder abgehauen. Das glaube ich dir jetzt nicht mehr. Soll ich dir die Rechnung zahlen? Ja, sonst sind wir geschiedene Leute. Gut, die Rechnung... Die Rechnung. Ich habe das wirklich bezahlt. Die Rechnung. Wie war das? Also gleich Momente. Die Metzger kamen, wir sind ins Haus. Die Rechnung muss im Haus sein. Los, du horchst, was im Haus los ist. Und sobald die kommen, pfeifst du. Und wenn ich fertig bin? Dann pfeifst du. Okidoki. Liebe Freunde, wir haben uns hier versammelt, um von Willi Abschied zu nehmen. Als krankes Ferkel kamst du zu uns. Als gesundes bist du von uns gegangen. Ebse hat dich mit Jule vor dem Metzger gerettet. Du warst ein tolles Maskottchen. Aber jetzt bist du nicht mehr da. Du hast uns so viel Glück gebracht. Wir nehmen am TV-Vorausscheid teil. Und endlich Samstag ist wieder zusammen. Das sollen wir nur ohne dich beim Wettbewerb machen. Spielen wie immer. Und nur weil Grandel sich geärgert hat. Aber Willi, eins verspreche ich dir. Wir werden den Täter bestrafen. Wir werden ihn zur Sau machen. Ich kann mich nicht mit einem Mann verloben, der ein unschuldiges Tier tötet. Ich kenne Willi, seitdem die Kinder ihn hier angeschleppt haben. Glaub mir doch, irgendwo muss diese blöde Rechnung sein. Wir haben alles durchsucht. Küche, Bad, Wohnzimmer, Esszimmer, Keller. Wo soll die denn noch sein? Okay, das war gemein von mir, dass ich mir mit den Kindern diesen blöden Scherz erlaubt habe. Aber deswegen würde ich doch nie das Schwein... Hier, da beweist die Rechnung. Da ist sie. Du bist nicht schuldig. Ich hab's doch gewusst. Ach, jetzt kann's losgehen. Jetzt kann ich auch wieder Spanferkel essen. Ich liebe Spanferkel. Und wo ist es jetzt, das Spanferkel? Wo ist mein Spanferkel? Was meinen Sie? Wir haben Willi begraben, wie es sich gehört. Das war nicht Willi.
Das war unser Verlobungsessen. Hier ist die Rechnung. Kandel hat recht. Das Spanferkel war gekauft. Da haben wir gar nicht Willi beerdigt. Willi lebt! Wir müssen ihn sofort suchen. Halt! Erst verlange ich Schadensersatz für unser Verlobungsessen. Okay, ich glaube, das Schwein wieder aus. Ich fand das sowieso verschwendet. Ich esse doch nichts, was schon mal beerdigt war. Die ersten Gäste kommen, Ulrike, schnell. Ich fordere euch auf, ein neues Essen zu besorgen, bis unsere Gäste da sind. Aber wie sollen wir das machen? Lasst euch was einfallen. Dein Onkel hat ja ein Feinkostgeschäft. Ja, und wer soll das bezahlen? Ja. Herr Grandl, schließlich ist er ja nicht ganz unschuldig an diesem Missverständnis. Ich dulde keinen Widerspruch. Willi! Willilein, wo bist du denn? Willilein, ich hab hier leckere Möhren. Willi, bist du hier? Passiert heute noch was mit dem Essen? Mein Vater ist bereits unterwegs. Meld dich doch mal. Willi! 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 Schweinchen! Willi! Ach, da kommt das Buffet. Es wird aber auch höchste Zeit. Hallo. Und was, wenn uns Grandl reingelegt hat? Das traue ich selbst Grandl nicht zu. Hoffentlich haben Susa und Jule oder Epsi mehr Glück. Willi! Willi? Gut, wie Sophie. Danke, ihr seid unsere Rettung. Ja, wie bestellt. Und der Grandl bezahlt? Ja, aber bitte mal schnell, der Grandl explodiert gleich. Nirgendwo. Willi ist wie vom Erdboden verschwunden. Warte, Sophie, ich helfe dir. Hallo, Rüdiger. Na, Paula? Wo ist denn Willi? Ich möchte ihn mal streicheln. Willi? Er ist weg. Wir finden ihn nicht. Hoffentlich ist nichts passiert. Liebe Gäste, jetzt, wo unser Buffet auch da ist, möchte ich ein paar Worte an euch richten. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Diese wunderschöne Frau an meiner Seite hat sich entschließen können, meinem Drängen und Werben endlich nachzugeben. Und wir haben uns entschlossen. Da! Da! Willi! 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 Willi, du lebst! Willi, endlich! Das gibt es nicht. Dieses Schweinchen. Gott sei Dank, es ist wieder da. Dieses Schwein macht echt nur Ärger. Schau mal zu Grandl. Dieses Miststück. Unser schönes Essen. Keine Sorge, Frau Knolle. Ich habe noch einen Obstseller im Auto. Das Schwein muss weg. Jetzt sieht es endlich ein. Werner, du musst mir helfen. Bitte, bitte, Opa. Lass Willi zu uns zurückkommen. Nein, Willi gehört mir. Epse, das Schwein hat's doch besser bei Bauer Lindemann. Du kannst ihn doch immer besuchen. Stimmt's, Papa? Ja. Ehrlich? Na klar, du hast ja auch das Baumhaus bei uns. Hm? Na gut, ihr dürft Willi haben. Paula hat versprochen, sich liebevoll um Willi zu kümmern. Ja. Und ich leg uns jetzt mal an Musik auf. Rüdiger, ich mag keine Volksmusik. Du magst keine Volks? Nein, es tut mir leid. Weißt du, was ich mir wünsche? Nee. Ich wünsche mir, dass ihr heute zur Feier des Tages für uns spielt. Wir? Das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen, oder? Ja. Na dann los! Es gibt Tage, die sollten niemals enden. Und alles dreht sich nur um dich. Ganz ohne Frage, man trägt dich heute auf Händen. Und wir tanzen, bis der Tag anbricht. Oh, was für ein schönes Fest, ne, mein Liebster? Lieber Rüdi, wir tanzen auf dem Tisch. Liebe Uli, pass auf, ein Lied nur für uns. Und die Band ist heute so gut. Willst du mit mir tanzen? Die Tage, die kann man nie vergessen. Und alle wünschen dir viel Glück. Ganz ohne Frage, wir sind heute für dich da. Und wir feiern den schönsten Augenblick. Liebe Uli, du bist verführerisch. Lieber Rüdi, wir tanzen auf dem Tisch. Liebe Uli, pass auf,
auf mein Herz gezielt. Liebe Uli, ab und das zu unserer Musik. Liebe Uli, du bist verführerisch. Lieber Rüdi, wir tanzen auf dem Tisch. Liebe Uli, hat auf mein innerlich Herz gezielt. Innerlich kotzt er bestimmt ab. Ja. Aber das darf er heute zum Glück niemandem zeigen. Du hast es voll erwischt. Lieber Rüdi, was Schöneres gibt es nichts. Hoffentlich sagst du das auch, wenn du den Preis willst. Man feiert nur einmal Verlobung, ne? Leider mittendrin, viel zu früh aufgewacht. Ich hätte gern mit dir bis zum Ende durchgespielt. Dann wüsste jetzt die ganze Welt, das ist unser Lied. Es ist unser Traum. Aber nicht mit solchen Haaren. Sag mal, kannst du allein weitermachen? Ich muss zum Friseur. So. Sag mal, riechst du das auch? Ja, jetzt wo du sagst, wie das stinkt. Das ist das Schwein von dieser Band, dass die aber auch nie den Stall ausmisst. Das geht so nicht, wenn unsere Gäste kommen. Und dann nehmen wir's, hm? Das tue ich. Das tue ich. Feinste Matschtomaten. Mmh, das schmeckt. Guten Morgen, Herr Grandl. Es wird auch Zeit, dass mal jemand kommt und hier endlich sauber macht. Aber ich hab doch erst letzte Woche... Letzte Woche? Hier muss jeden Tag sauber gemacht werden, es stinkt. Nein, ich riech nicht. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Das riecht mir doch bis Nürnberg, die Sau muss weg. Ich mach doch schon sauber, da kann nichts mehr riechen. Wir erwarten heute Gäste, das Schwein muss weg. Ansonsten sorge ich höchstpersönlich dafür, dass es für immer verschwindet. Aber das können Sie nicht machen. Und ob ich kann, das wirst du schon sehen. Das Schwein bleibt bei den Kindern. Ja? Tschüss, Rüdiger. Na, bis später. Grandl hat gar nicht so unrecht. Wir haben die Woche über kaum Zeit, uns um Willi zu kümmern. Meistens ist er allein. Was willst du damit sagen? Wir sollten drüber nachdenken, ob er nicht irgendwo hin sollte, wo viele Schweine sind. Und dann redet Willi mit anderen Schweinen, oder was? Willi darf nicht weg. Ich mach alles. Ich hol sogar noch ein zweites Schwein hierher. Vielleicht eine Sau, dann können die Ferkel bekommen. Dann dreht Grandl ganz durch. Das stinkt ja immer noch. Die Sau wird unser Fest nicht stören, das verspreche ich dir. Ich vertraue dir. So, jetzt muss ich los zum Friseur. Bis später, Schnucki. Bis später, Schnucki. Was ist das denn? Schau mal nach. Was macht der denn da? Willi! Willi, du lebst! Willi, endlich! Das gibt es nicht! Dieses Schweinchen! Gott sei Dank, es ist wieder da! Dieses Schwein macht echt nur Ärger. Schau mal zu Grandl. Dieses Miststück. Unser schönes Essen. Keine Sorge, Frau Knolle, ich habe noch einen Obstseller im Auto. Das Schwein muss weg. Jetzt sieht es endlich ein, Werner. Du musst mir helfen. Bitte, bitte, Opa. Lass Willi zu uns zurückkommen. Nein, Willi gehört mir. Epse, das Schwein hat's doch besser bei Bauer Lindemann. Du kannst ihn doch immer besuchen. Stimmt's, Bock? Ja. Ehrlich? Na klar, du hast ja auch das Baumhaus bei uns. Hm? Na gut, wir dürfen Willi haben. Und Paula hat versprochen, sich liebevoll um Willi zu kümmern. Ja. Und ich leg uns jetzt mal an Musik auf. Rüdiger, ich mag keine Volksmusik. Du magst keine Volksmusik? Nein, es tut mir leid. Weißt du, was ich mir wünsche? Nee. Ich wünsche mir, dass ihr heute zur Feier des Tages für uns spielt. Wir? Das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen, oder? Ja. Na dann los! Es gibt Tage, die sollten niemals enden. Rüdiger, wir haben alles durchsucht. Küche, Bad, Wohnzimmer, Esszimmer, Keller. Wo soll die denn noch sein? Okay, das war gemein von mir, dass ich mir mit den Kindern diesen blöden Scherz erlaubt habe, aber deswegen würde ich doch nie das Schwein. Hier, da überweist die Rechnung, da ist sie! Du bist nicht schuldig, ich hab's doch gewusst. Jetzt kann's losgehen. Jetzt kann ich auch wieder Spanferkel essen. Ich liebe Spanferkel. Und wo ist es jetzt, das Spanferkel? Thank you.
Sie. Wir haben Willi begraben, wie es sich gehört. Das war nicht Willi. Das war unser Verlobungsessen. Hier ist die Rechnung. Grandl hat recht. Der Spannzettel war gekauft. Da haben wir gar nicht Willi beerdigt. Willi lebt! Wir müssen ihn sofort suchen. Halt! Erst verlange ich Schadensersatz für unser Verlobungsessen. Okay, ich glaube, das rein wieder aus. Ich fand das sowieso verschwendet. War doch alles klar. Wir waren uns als Fremdlich und fühlten uns so nah. Ich sank in deine Augen. Wir wollten was bewegen. Und wie in einem Spiegel sah ich unser ganzes Leben. Vermisst mein Lachen und träum dir hinterher. Auf dich zu warten, das fällt mir echt schwer. Doch plötzlich bist du Abstand. Ich hier oben möchte ich haben. Vergeblich, wo bist du? Ich seh dich, ich seh mich. Hallo, Stars! Mehr Power! Ich bin Grandl! Ja, das ist gut! Mein königlich bayerischer Ruhr möchte ich haben. Ich steh tausend Meilen weg von dir. Ich seh dich, ich seh mich. Das schafft es dir noch nie. Wenn ich nur an dich denke, dann weiß ich hier. Wenn ich nur an mich denke, bin ich schon bei dir. Ich seh dich, ich seh dich und steh alleine hier. Viele tausend Meilen weg von dir. Ein paar Wochen war noch alles klar. Wir waren uns als Fremdlich und fühlten uns so nah. Und träum dir hinterher, auf dich zu warten, das fällt mir echt schwer. Doch plötzlich bist du Abstand. Ich hier oben möchte ich haben, dich erst mal glauben. Zeichen, vergeblich, wo bist du? Ich seh dich, ich seh mich. Hallo, Stars! Mehr Power! Bin Grandl! Ja, das ist gut! Mein königlich bayerisch, hier oben möchte ich haben. Sauber macht. Aber ich hab doch erst letzte Woche. Letzte Woche? Hier muss jeden Tag sauber gemacht werden. Es stinkt. Nein, ich riech nicht. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Das riecht mir doch bis Nürnberg. Die Sau muss weg. Ich mach doch schon sauber. Da kann ich's mehr riechen. Wir erwarten heute Gäste. Das Schwein muss weg. Ansonsten sorge ich höchstpersönlich dafür, dass es für immer verschwindet. Aber das können Sie nicht machen. Und ob ich kann, das wirst du schon sehen. Grandl? Ja, grüß dich, Rüdiger. Hier ist Werner. Das kann Grandl gar nicht machen. Erstens gehört das hier alles noch dem Eisenbahnerverein und zweitens wohnt Knöllchen hier. Und Grandl ist nur Gast. Da hat er nichts zu sagen. Jedenfalls nicht viel. Können wir das Problem nicht später bereden? Wir haben Probe. Das ist halt cool. Die 5 Minuten retten uns auch nicht mehr. Du kommst doch heute Abend zu unserem Fest? Ja, aber später. Ich bin noch auf dem Acker. Und außerdem muss ich Paula mitbringen. Die Oma ist nicht da und ich habe keinen Babysitter. Okay. Du, Werner, du hast mich doch gefragt, was du Ulrike und mir zur Verlobung schenken könntest. Ja, und? Nimm doch das Schwein bitte zurück. Die Kinder kümmern sich nicht richtig drum. Willi? Was soll ich denn damit? Ich habe Nutzschweine und keine Minischweine. Opa, kommt Willi wieder zurück? Oh bitte, Willi war doch mein Liebling. Ja, siehst du, da hörst du's. Ich habe genug zu tun. Ich kann mich nicht auch noch um Willi kümmern, Paula. Opa, ich werde mich darum kümmern. Nun tu doch deiner Enkelin den Gefallen.